Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen heute einen einfachen Klassiker, nämlich den Bienenstich. Den kennen alle und mögen auch bestimmt die meisten von euch. Und ich habe den ganz wenig abgewandelt. Also die Füllung ist ein bisschen anders, aber was es damit auf sich hat, zeige ich euch dann während der Herstellung. Wir fangen aber als erstes jetzt mit unserem Hefeteig an. Und dafür benötigen wir einfach Mehl, dann noch lauwarmes Wasser, einen halben frischen Würfel Hefe, Vanillezucker, eine Prise Salz, Zucker, ein Ei, dann brauchen wir flüssige oder weiche Butter und dann noch lauwarme Milch. Wie gesagt, starten wir jetzt mit unserem Hefeteig und dafür schnappen wir uns jetzt einfach unser lauwarmes Wasser und bröckeln dann unsere frische Hefe da rein und geben dann ungefähr so 1 bis 2 Esslöffel von unserem Zucker dazu, rühren da kräftig um und decken dann die Schüssel ab und lassen das Ganze so für 15 Minuten einfach stehen, damit die Hefe aktiviert wird. Und hier ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr darauf achtet, dass euer Wasser nicht wärmer als 38 Grad ist, denn ansonsten würden euch die Hefepilze absterben und der Hefeteig würde nicht aufgehen und das wäre halt schade. Deshalb achtet darauf, dass euer Wasser einfach wirklich lauwarm ist, nicht zu kalt, nicht zu warm. Nach der kurzen Ruhezeit können wir auch direkt weitermachen. Wir geben jetzt unser Mehl einfach in eine ausreichend große Schüssel und ich hebe mir da so ungefähr 50 Gramm erstmal auf und lasse das einfach beiseite, falls ich das später noch brauche. Also ich gebe da nicht mal alles mit dazu. Und danach wandern eigentlich alle Zutaten nach und nach in die Schüssel, außer die Butter. Ich gebe die immer erst später dazu. Das heißt, ich verknete erstmal alle anderen Zutaten so ein wenig vor, bis sich alles gerade so verbindet und erst danach kommt bei mir die Butter in die Schüssel. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass dann der Teig einfach später besser aufgehen kann. Genau, bei Bedarf könnt ihr dann noch ein bisschen Mehl hinzufügen, falls ihr eben merkt, dass der Teig noch ein bisschen klebrig ist. Also, ihr seht, mein Teig war da noch ein bisschen klebrig, deshalb kam da jetzt noch ein wenig Mehl dazu. Und anschließend, nachdem sich alles gut verbunden hat, kommt der Hefeteig nochmal auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche und wird da nochmal für circa 5 Minuten schön geschmeidig geknetet. Diesen Schritt mache ich wirklich sehr gerne, da dann so der Teig später richtig schön weich und soft wird. Also den würde ich auch nicht auslassen. Und ja, der Teig, der ist noch ein bisschen, also der ist nicht klebrig, aber der haftet noch ein bisschen an den Fingern und das seht ihr hier, aber der klebt halt jetzt nicht mehr so arg an den Fingern, dass ihr den nicht abbekommt. Ja, wenn der Teig jetzt schön geschmeidig ist, könnt ihr den dann wieder in eure Schüssel geben. Die habe ich aber vorher dann noch mit ein bisschen Backtrennspray eingefettet, so wie die Kugel. Die Kugel wandert dann wie gesagt in die Schüssel, dann wird die Schüssel einmal abgedeckt und so darf der Hefeteig für 1 bis 2 Stunden erstmal ruhen, an einem warmen Ort, bis er einfach sich verdoppelt. Währenddessen machen wir jetzt mit unserem Pudding weiter und dafür benötigen wir einfach nur Milch, Zucker, Vanillezucker, Speisestärke und ein bisschen Butter. Wir machen nämlich jetzt eine Füllung aus Pudding und Sahne. Das ist jetzt auch kein typischer Pudding, das ist so ein türkischer, der heißt Muhallebi. Wird auch ohne Ei zubereitet und ich mag den wirklich sehr gerne und ich finde, das ist auch sehr abwechslungsreich jetzt hier in dieser Torte. Und genau, als erstes schnappen wir jetzt unsere Speisestärke, geben dann ungefähr 5 bis 10 Esslöffel von unserer Milch zur Speisestärke und verrühren das Ganze dann einfach klümpchenfrei. Und dann kommt zu unserer Milch jetzt einfach noch Zucker und Vanillezucker. Dann machen wir den Herd einmal an und erwärmen die Milch ganz kurz. Statt diesem türkischen Pudding könnt ihr natürlich auch einen aus der Tüte verwenden. Also das ist jetzt kein Problem, so ein Fertigpudding würde auch klappen. Ihr könnt auch eine ganz andere Füllung zubereiten, das ist wirklich euch überlassen. Also nur Sahne würde auch klappen. Ich finde nur, dass es wirklich sehr gut dazu passt und auch mal abwechslungsreich ist. Uns hat das eigentlich auch sehr gut gefallen, deshalb, ja, ihr könnt es mal gerne versuchen. Und dann geht es auch direkt weiter mit dem Pudding. Sobald eure Milch jetzt erwärmt ist, gebt ihr eure Speisestärkemischung unter ständigem Rühren und einem dünnen Strahl einfach zur Milch oder in euer Topf dazu. Und so wird der Pudding jetzt einmal aufgekocht, bis er eben eindickt. Und genau das machen wir einmal und dann geht es gleich weiter. Der Pudding darf dann auf dem Herd nochmal für 1 bis 2 Minuten schön blubbernd aufgekocht werden, natürlich unter ständigem Rühren, damit auch nichts am Topfboden kleben bleibt. Und anschließend kommt dann der Topf jetzt einfach vom Herd, dann wird da die Butter kurz eingerührt und dann füllen wir unsere Puddingfüllung jetzt einfach in eine andere Schüssel um, damit sie schneller abkühlt. Die Oberfläche decken wir dann mit ein bisschen Frischhaltefolie ab, damit da sich keine Haut bildet. Und so muss der Pudding wirklich einmal komplett auskühlen, das ist richtig wichtig, denn ansonsten würde uns später die Sahne schmelzen. Thank you.
Nach gut anderthalb Stunden geht es dann auch schon wieder weiter. Hier seht ihr meinen Hefeteig, der ist schön aufgegangen, schön weich. Und jetzt bemehlen wir einfach unsere Arbeitsfläche, geben dann unseren Hefeteig darauf und kneten den einmal nochmal schön durch. Auch nicht zu lang, also sonst wird der wieder so ganz fest. Das wollen wir nicht, einfach nur einmal schnell schön durchkneten. So, hier seht ihr jetzt meinen Backring. Den habe ich auf 24 cm eingestellt. Und an den Rand habe ich jetzt so Backpapierstreifen geklebt. Also ich habe erstmal meinen Backring mit etwas Wasser befeuchtet und dann eben diese Backpapierstreifen an den Rand geklebt. So ist die Reinigung viel einfacher später. Glaubt mir, so macht das. So habt ihr das nicht so schwer mit der Mandelkruste, die abzukriegen im Nachhinein. Und genau, dann kommt jetzt einfach unser Hefeteig in unser Backring. Wird dann einmal da schön flach gedrückt. Und ich würde euch raten, an dieser Stelle erstmal euren Hefeteig mit einem Nudelholz ein bisschen rund auszurollen und danach erst in die Backform zu drücken. Das geht dann so viel einfacher, glaubt mir. Und ja, dann wird einmal euer Backring nochmal abgedeckt. So darf der Hefeteig nochmal für circa 15 Minuten an der Seite gehen. Und wir machen dann in der Zwischenzeit mit der leckeren Mandelkruste weiter. Für unsere Mandelschicht brauchen wir jetzt einfach nur ein paar Mandelblättchen, Butter, Zucker, dann noch Milch und ein bisschen Agavendicksaft oder Honig. So, dann wandern jetzt einfach nur Zucker, Milch, Butter und Honig in einen Topf und werden dann auf dem Herd bei mittelhoher Hitze unter ständigem Rühren einmal für circa so 1 bis 2 Minuten aufgekocht, bis die Masse so ein bisschen karamellisiert. Sobald dann das Ganze ein bisschen karamellisiert ist, kann der Topf auch schon vom Herd und es werden nur noch die Mandelblättchen gut eingerührt. Jetzt muss die Masse wirklich ganz kurz für gerade so 7 bis 13 Minuten an der Seite stehen bleiben. Sie darf nämlich nicht mehr so heiß sein, wenn sie auf unseren Hefeteig kommt. Aber passt halt auf, dass ihr das auch nicht zu lange auskühlen lässt, ansonsten wird die Masse viel zu fest. Also habt da mal ein Auge drauf am besten. Dann wird einfach nur noch diese Mandelmasse einmal komplett auf den Hefeteig gegeben und auf der Oberfläche glatt verstrichen. Und jetzt muss ich euch enttäuschen, wenn ich sage, das Ganze muss nochmal abgedeckt werden und für circa 10 Minuten ruhen. Das ist wirklich sehr wichtig. Also ich weiß, es ist echt nervig, dass man so lange warten muss. Aber so wird einfach der Hefeteig später besser. Also einmal nochmal kurz abdecken, wirklich nur für 10 Minuten ruhen lassen und dann können wir es gleich backen. Nach der Wartezeit kann jetzt endlich der Hefeteig in den Ofen wandern und der Hefeteig wird jetzt im kalten Ofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze für ca. 30 bis 36 Minuten gebacken, bis die Mandelkruste an der Oberfläche eben schön goldig wird und danach muss einmal der Hefeteig komplett auskühlen, damit wir weitermachen können. Im lauwarmen Zustand nach ungefähr 15 Minuten habe ich meinen Backring und mein Backpapier entfernt. Also ihr seht, selbst mit dem Backpapierstreifen hätte ich ein bisschen Schwierigkeiten, den Backrahmen abzukriegen, aber das ging dann doch gut aus am Ende. Also macht wirklich die Backpapierstreifen an den Rand. Das ist sehr hilfreich und ein sehr guter Tipp. Das werdet ihr echt nicht bereuen. Und ja, so darf dann der Hefeteig einmal komplett auskühlen und wundert euch nicht, ich habe da halt ja so eine Delle oder mein Hefeteig ist an dieser einen Stelle ein bisschen eingesackt. Ich glaube, da hatte ich ein bisschen zu viel Mandelkruste oder ich habe es halt irgendwie nicht gut, gleichmäßig glatt gedrückt. Aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Also nicht wundern. Danach schnappt ihr euch ein Brotmesser oder wie in meinem Fall einfach eine Tortensäge und halbiert euren Hefeteig waagerecht in der Mitte durch. Und ihr seht, ich hatte ein paar Schwierigkeiten am Anfang, weil ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen ungeduldig war. Also mein Kuchen war an dieser Stelle noch ein bisschen lauwarm, aber optimal wäre es, wenn er ausgekühlt wäre. Und den Tortenboden könnt ihr jetzt einfach auf einen schönen Tortenfuß legen. Und den Deckel müssen wir jetzt schon einmal einteilen, also in Stücke einteilen, damit wir es später leichter beim Anschnitt haben. Denn ansonsten würde einfach unsere Füllung wirklich überall rausquillen und das wäre nicht so gut. Ich glaube, ich habe mir jetzt 12 oder 8 Stück da rausgeschnitten. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber teilt jetzt einfach euren Deckel in Stücke, die ihr haben wollt.
Durch diese karamellisierte Mandelkruste ist das Anschneiden auch gar nicht so einfach und es wird halt ein bisschen unsauber, das ist wirklich kein Problem. Also das kann man wirklich später beim wieder rauflegen und so wirklich gut vertuschen, also macht euch da keine Sorgen. Und was wir als nächstes machen, ist jetzt einfach ein bisschen Sahne mit Sanapat aufschlagen. Und genau, das machen wir einmal und danach geht's weiter. Wenn eure Sahne jetzt schön fest geworden ist, kann die Schüssel kurz an die Seite wandern und wir machen mit unserem Pudding weiter. Und der sollte an dieser Stelle wirklich erkaltet sein, also komplett ausgekühlt sein, das ist richtig wichtig. Ansonsten schmilzt euch die Sahne und das wird dann alles echt nicht gut, also habt da wirklich Geduld. Also wenn der Kuchen noch ein bisschen lauwarm ist, okay, aber hier muss der Pudding echt kalt sein. Und den geben wir jetzt einfach in eine separate Schüssel und schlagen den dann ebenfalls mit ein bisschen Sanapat kurz geschmeidig. Anschließend heben wir einfach unsere Sahne in 2 bis 3 Portionen mit einem Teigschaber in unseren Pudding unter. Jetzt können wir endlich unseren Kuchen fertigstellen und wir legen einfach erstmal um den Kuchenboden einen Backring rum. Anschließend kommt die komplette Puddingfüllung auf den Tortenboden und ihr seht, das ist noch richtig flüssig, also nicht richtig, aber schon ziemlich flüssig an dieser Stelle, aber das wird danach fest nach der Kühlzeit, glaubt mir, also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Und genau, da kommt der Pudding einmal auf den Tortenboden, wird glatt verstrichen und anschließend gebt ihr einfach nach und nach eure Kuchenstücke vom Tortendeckel auf die Puddingfüllung, drückt das ein bisschen an und so muss dann der Kuchen für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank wandern, damit wirklich alles gut durchziehen und fest werden kann. Nach der Kühlzeit könnt ihr den Backring entfernen und falls eure Ränder jetzt bei mir ein bisschen unsauber geraten sein sollten, könnt ihr das Ganze einfach mit einem Brotmesser ein bisschen ausgleichen und verbessern. Also das ist echt nicht dramatisch. Und ja, so wäre der Bienenstich fertig. Ihr könnt ihn sofort anschneiden und servieren. Leider gibt es heute von mir keinen Anschnitt, da das eine Torte für eine Freundin war. Sie hat sich den für den Geburtstag ihrer Eltern gewünscht, da die den wirklich sehr gerne essen. Und ja, aber das Innere des Bienenstichs sieht ja genauso aus wie das Äußere, also kein Problem eigentlich an dieser Stelle. Und ich habe den halt auch nicht mehr zum ersten Mal so gebacken, also ich benutze immer dieses Rezept mit dieser Füllung und es kommt wirklich sehr gut an. Und falls ihr jetzt auch darauf Lust habt, dann schaut gerne unten in der Infobox vorbei. Dort habe ich nämlich wie immer meinen Blog mit den genauen Mengenangaben sowie den Zutaten verlinkt. Und falls ihr mal dieses Rezept und auch ein anderes von mir nachbacken solltet, würde ich mich wie immer über ein Bild auf Instagram freuen. Dort hat sich auch Kiras Bakery wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und vergiss nicht, dem Video ein Däumchen nach oben zu geben, falls euch einfach dieser Klassiker gefallen hat oder das Video im Allgemeinen. Und den Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren, auf den roten Button klicken, dann ist alles geklärt. Und ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß beim Nachbacken und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!